ich habe auch schon den Spruch bekommen, was? Du bist eine Frau, du trinkst Bier. Sie werden zum Beispiel oft gefragt, ein Apéro darf ein Prosecco sein, als gäbe es nur Wein oder als gäbe es nur Schaumwein für Frauen auch. Und darum freut es mich immer auch fest, wenn es auch Bier im Angebot hat. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt so im Restaurant drauf schaue, im Marzer, dass sie nachher auch verschiedene Sachen anbieten. Ja, die Leute nachher auch ein bisschen auf das aufmerksam machen, dass sie in der Region eigentlich ganz viele sehr coole Produkte hat. Ich finde es viel spannender im Bier, wie man über das Bier reden kann. Dass man eben auch kein Blatt vor den Mund nehmen muss, weil man manchmal vielleicht so in einer kommenden Weinrunde das Gefühl hat, dass man von Bärig darf reden und blumig und weiss nicht was. Und beim Bier kann man auch mal einfach sagen, dass der Abgang wie ein nasser Hund schmeckt oder alte Socken. Und ich finde auch spannend, dass beim Bier dass es viel mehr Facetten gibt, viel mehr verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe im Kopf etwas, dass ein Wein so um die 300 verschiedene Nuancen hat, die man so rausschmecken kann. Und beim Bier geht es gegen Tausiger. Bei uns im Marzer haben wir immer wieder mal das Event Beer vs. Wine. Da kommt ein Bier- und ein Weinsommelier, wo passend zu unserem Mehrgangmenü ein Getränk servieren pro Gang. Und am Schluss wird abgestimmt, ob jetzt der Wein oder ob das Bier besser passt hat zu diesem jeweiligen Gang. Und im Buffet unten freue ich mich natürlich immer insgeheim, wenn das Bier ein bisschen gewonnen hat.